Hallo, wir haben gestern vegetarisch panierte Champignonköpfe ohne Ei mit Hörnchennudeln und einer Tomaten-Basilikum-Soße gekocht. An Zutaten hatten wir dazu eine Dose Champignonköpfe benutzt und einen Teller für die Klebemasse statt Ei. Dazu haben wir 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Speisestärke, 2 Esslöffel Gemüsebrühepulver und etwas Wasser vermengt und einen zweiten Teller mit Paniermehl. Und für die Soße haben wir 3 Schöpfkellen von dem Nudelkochwasser genommen, ein halbes Glas Tomaten-Basilikum-Pesto und viel Oregano. Dann haben wir eine halbe Tüte Hörnchennudeln in Salzwasser gekocht, die marinierten Champignons mit etwas Öl angebraten und für die Soße haben wir dann 3 Schöpfkellen von dem Nudelkochwasser genommen und mit einem halben Tomaten-Basilikum-Pesto und viel Oregano gemischt. Und ja, das restliche Pesto, das Glas Pesto haben wir mit Öl aufgefüllt, dass das Pesto noch etwas länger haltbar ist. Und es hat wunderbar geschmeckt, das hätten wir nicht gedacht. Dann wünsche ich euch dann viel Erfolg beim Nachmachen.